die Menschen fallen nach Israel ein und überfallen Juden. Das ist natürlich alles Bullshit, ja, sondern da gibt's ein A und ein B. Wenn man aber das A weglässt, dann sagen wir, wie auf einmal ein Überfall. Das genau wie die Ukraine. Der Krieg begann schon 14, ja, also 2014. Und was wir dann 8 Jahre gesehen haben, dass wir eben nichts gesehen haben, obwohl da eben auch ethnisch ausgerottet wurde, beschossen wurde, spielte keine Rolle, aufgerüstet und so weiter. Und als dann angefangen wurde, dass man sich gewehrt hat, hat man genau darauf gezeigt, hat aber auch eine List gespielt. Das ist immer das ewig selbe Prinzip. Und was wir eben auch sehen können, was neu ist. Die Vereinigten Staaten haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Briten abgelöst und es war eine Welt, die im Kalten Krieg Glück hatte, dass sie überlebt hat. Das war ja nicht so sicher. Es gab ja bis 1977 Operation Dropshops. Die Amerikaner wollten ja 300 Atombomben auf Russland schmeißen und alles kaputt machen und den Atomkrieg gewinnen. Diese Idee ist immer noch da. Aber jetzt ist es eben so, dass sich einige erhoben haben und zu den BRICS-Staaten zusammengeschlossen haben. Und da gibt es interessante Konstellationen, zum Beispiel, dass ein Land wie Saudi-Arabien eben nicht so fest an der Seite der Vereinigten Staaten steht, sondern eben auch Anwärter ist, ja, bei den BRICS-Staaten, genau wie der Iran. Ja, oder dass es auch arabische Golfmonarchien gibt, die mit dem Iran zusammenarbeiten. Die OPEC besteht ja auch aus Leuten, die eigentlich nicht miteinander können oder offiziell nicht miteinander können, aber im Hintergrund doch zusammenarbeiten, weil der Orient ist sehr, sehr komplex, muss man dazu sagen. Da geht es eben darum, dass die Vereinigten Staaten sehen, derjenige, der wirklich gefährlich werden kann, weil er wirtschaftlich groß ist und weil er militärisch auch inzwischen ein Drittel der Ausgaben hat, das ist China, nicht Russland. Russland gibt ein bisschen mehr Gas als Deutschland, das muss man mir vorstellen. Und Russland hat eben auch nicht, wie einige Politiker das immer sagen, auch grüne Politiker, vor, Landgewinne zu machen. Weil wenn man sich die geopolitische Karte anguckt, stellt man fest, Russland ist so groß, die brauchen jetzt nicht die Ukraine. Die wollten nicht, dass die Ukraine Teil der NATO wird und dann Atomwaffen direkt an die Grenze kommen. Und das ist im Grunde genau das, was die Amerikaner sich verbieten haben damals während der Kuba-Krise. Also wenn man über taktische Waffen verfügt, die dann in 7 Minuten in die Hauptstadt einschlagen, dann ist das rote Telefon obsolet und dann kann ein Atomkrieg aus Versehen passieren. Das heißt, das nicht zu tun, schützt einen eigentlich selber, weil ein Atomkrieg aus Versehen wird trotzdem verloren von beiden, weil es folgt ja ein nuklearer Winter. Also, aber die Amerikaner sagen sich eins, okay, das ist die letzte Chance, um die Chinesen abzuräumen. Wir brauchen diesen Krieg auf jeden Fall und deswegen bereiten wir den vor. Und das ist, so muss man auch Gaza verstehen. Da geht es ja auch um Gasfelder vor Gaza. Das wird ja gar nicht, das ist ja genauso mit dem Lithium. Die hat Israel übrigens annektiert, diese Gasfelder. Nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober. Also hat man in den Medien nicht viel drüber gehört. Also ich habe da auch erst durch ein Video von den Grenzgängerstudios bin ich drauf aufmerksam geworden. Es geht ja auch um Bodenschätze. Das heißt, wenn wir das alles clean und diesen Flugzeugträger Israel weiter ausbauen, dann können wir auch gleichzeitig noch an den Jemen herankommen, der auch seit Jahren bombardiert wird durch die Partner Saudi-Arabien, was ja nie ein Thema ist, ja auch Völkermord. Aber die werden ja unterstützt durch den Iran. Die bilden ja dann diesen sunnitischen oder schiitischen Halbmond und arbeiten mit Syrien zusammen. Und die wollen wir auf jeden Fall abräumen, weil da wollen wir ja spalten. Und deswegen versuchen wir jetzt Folgendes zu machen. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir den Jemen in diesen Krieg mit hineinziehen, um sagen zu können, die werden ja von den Iranern unterstützt und deswegen müssen wir jetzt den Iran bekämpfen. Der Plan ist überhaupt nicht neu, den gibt es schon ziemlich lange, den hat schon Clark nach dem 11. September aus dem Mülleimer gefischt, nämlich 7 Länder in 5 Jahren. Die sind alle übrigens schon abgeräumt worden, ja, nur der Iran eben noch nicht. Und hat ja auch damals gefragt, why? Ja, weil wir es können. Das sind die Falken, die inzwischen in Washington... Ja, warum der Iran noch nicht, das ist die Frage. Weil in Russland und China so etwas nicht zulassen würden, jedenfalls nicht konsequenzenlos. Also... Wenn Iran fällt und es einen großen Krieg in der Region gibt, dann ist völlig unklar, welche Regierung überlebt, welche nicht. Dann ist es völlig unklar, welche Länder in diesen Krieg hineingezogen werden, welche nicht. Also man hat ja in der Geschichte schon häufiger gesehen, wie Kriege, die große Länder involviert sind, ganze Weltregionen in Brand setzen können. Und das ist im Nahen Osten, wenn der Iran unter Beschuss gerät, auf jeden Fall auch der Fall. Also der Iran wird dann alle seine Verbündeten aktivieren und versuchen, so eine Front zu eröffnen, die so groß wie möglich ist. Und es ist also wirklich an allen Grenzen völlig unklar, wie die anderen Länder dann reagieren. Es ist völlig unklar, ob Aserbaidschan Armenien angreift. Es ist völlig unklar, inwieweit sich die Nachbarn von Israel verhalten werden. Dann ist auch unklar mittlerweile sogar, wie sich Saudi-Arabien verhalten wird. Ich meine, bisher, da wäre Saudi-Arabien in so einer anti-iranischen Koalition dabei gewesen. Aber es gibt ja mittlerweile eine saudi-arabisch-iranische Annäherung. Also das ist alles völlig unklar. Deswegen, weil man eben diese gesamte Region in Brand setzen würde und nicht nur einzelne Länder, allein deswegen will der Westen es nicht riskieren, dass man den Iran angreift. Denn ein Krieg mit dem Iran, der könnte nicht nur ein paar Millionen, sondern Dutzende Millionen Flüchtlinge beispielsweise nach Europa treiben. Und das will man, glaube ich, nicht riskieren. Aber wer weiß, wenn da in der US-Regierung die falschen Leute gerade an den falschen Stellen sitzen, dann könnte es zu so einem großen Krieg kommen.
DC wieder an der Macht sind. Und die haben eben diese Weltmachtsfantasien, James Bond-mäßig, wir wollen die Welt beherrschen. Ich glaube, dass hier ein Flächenbrand vorbereitet wird mit Nuklearwaffen, meiner Meinung nach, oder anderen taktischen Waffen, von denen die Amerikaner ausgehen. Wir werden einen hohen Preis bezahlen müssen, wenn wir das Ganze zünden, aber wir werden das gewinnen. Und wenn wir jetzt nicht damit anfangen, dann werden wir nicht gewinnen. Das heißt, wir haben es mit Menschen zu tun, die, zitiere ich mal einen amerikanischen General, sagen, wenn wir einen Atomkrieg haben, von denen sie nicht genau wissen, was es bedeutet, weil sie haben wahrscheinlich The Day After vergessen oder Threats mit 15 Jahren nuklearen Winter und Milliarden Toten, weil wir verhungern werden durch verdunkelte Sonne. Aber wenn am Ende eines solchen Krieges zwei Amerikaner übrig bleiben und ein Russe, dann haben wir gewonnen. So, das heißt, diesen Menschen geben wir das Schicksal der Welt in die Hand. Darüber reden die eigentlich nicht. Und das ist das, was ich auch immer wieder sage. Man muss sich das mal vorstellen, wir leben hier in einer Welt, die wird letztendlich militärisch beherrscht. Alles drumherum, das ist ja alles nur Geplänkel. Und du hast es ja auch gerade gesagt, Freihandel und so, kommt alles immer sofort weg, sobald ein anderer eben das ist, was man vorgibt. Wenn man nach oben kommt durch Fleiß, dann soll einem auch ein größeres Stück des. Die Staaten, die mächtig sind, die Staaten, die eine konkurrenzfähige Industrie haben, die wollen Freihandel. Also die sind immer Befürworter des Freihandels. Sobald es andere Staaten gibt, die sie technologisch eingeholt haben, ist Schluss mit Freihandel. Auch das ist eine sehr richtige Beobachtung. Also jetzt, wo China plötzlich konkurrenzfähige Industrien aufgebaut hat, jetzt muss man sich angeblich vor Dumping schützen. Also wenn wir Europäer beispielsweise in Afrika die lokalen Märkte mit unseren Produkten, mit hochsubventionierten Produkten kaputt machen, dann ist es kein Dumping. Wenn wir da den Aufbau einer regionalen Industrie verhindern und die dazu zwingen, ihre Zölle zu senken, dann ist das oder ihre Zölle abzuschaffen, dann ist das kein Dumping. Aber wenn China es schafft, konkurrenzfähige Industrien aufzubauen und damit uns Europäern auf vielen Märkten Konkurrenz macht, ja, dann ist das Dumping, dann muss das bekämpft werden. Suchus gehören, das ist jetzt bei den Chinesen so und dann gilt das eben nicht mehr. Da gibt's auch kein Völkerrecht mehr, dann kommt die wertebasierte Weltordnung. Das ist immer dasselbe und das wird vorbereitet und das muss man unter dem Ganzen sehen. Die Ukraine ist dafür da, dass der europäische Teil der NATO sich mit Russland beschäftigt und abarbeitet, die schwächt und wir werden über Taiwan ein bisschen zündeln und dann brauchen wir noch den Nahen Osten. Warum? Weil da ist die Hauptressource Nummer eins, da ist eben Öl und das Öl ist ja einfach zu wichtig, um es den Sandnägern zu überlassen oder den Arabern, wie Kissinger sich ausgerückt hat. Das heißt, es geht immer nur darum, das muss einem vollkommen klar sein und alles, was sie so an Politik zu bereden, das ist, wie gesagt, Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie, das ist Politik, das hat gar nichts zu sagen. Weil am Ende ist eben so, wer die Flugzeugträger hat und vor allem wer die Bereitschaft hat, den Erstschlag zu wagen, wer bereit ist, Opfer zu bringen, indem er einfach sagt, wir machen das, wir opfern Soldaten in Pearl Harbor, um dann später eine Atombombe auf China zu schmeißen, auf Japan zu schmeißen, das sollte eigentlich die Russen, meinen. Wer das alles bereit ist zu tun, der denkt langfristig, der sagt, ja, Opfer müssen gebracht werden. Ich empfehle da nochmal diesen sehr guten alten Film mit Kirk Douglas, Wege des Ruhms. Diese Menschen denken ganz anders. Sie sagen dann eben, das Volk kommt weg, da haben wir ein paar Millionen verloren, aber langfristig gesehen haben wir doch gewonnen. Also, was ist doch ganz egal, wenn wir Afghanistan opfern, wenn dadurch die UdSSR untergehen. Was interessieren uns da die Moslems, die damit getötet werden? Das ist das Denken dieser Leute. Und dass das immer noch überlebt hat, ist insofern gefährlich, weil da möchte ich mal Einstein zitieren, deswegen ist es langweilig, es ist immer dasselbe. Die Erfindung der Atombombe hat alles verändert, nur nicht das menschliche Denken. Und wir sind halt immer noch von Leuten regiert mit diesem, sag ich mal, mit der Keule, die sagen, wir können das hinbekommen, weil sie gar nicht wissen, was diese modernen Wasserstoffbomben, diese Mini-Nukes eigentlich können. Du kannst einen solchen Krieg nicht gewinnen. Und wir sind aber eine Nation oder ein Konglomerat von nur 40 Staaten. Der Rest dieser Staaten ist ja nicht der Wert der Westen. Also der größte Teil ist ja weder im Warschauer Pakt gewesen, noch in der NATO. Die waren ja eben nicht im Block mit drin. Und die leiden aber, seit sie denken können, unter unserem sieht ja Kolonialismus. Amerika ist ja eine Nation, die durch Kolonialismus entstanden ist. Man hat die Indianer alle abgeräumt. Ja, darf man jetzt ja wieder sagen, muss ich dir nicht erklären. Ja, auch Israel ist eine Nation, die durch Siedlerkolonialismus entstanden ist. Europäische Geschichte ist Siedlerkolonialismus. Wir feiern einen Columbus Day. Aber fahr doch mal nach Südamerika und frag, was hat denn der Columbus da eigentlich gemacht? Das ist unsere Denke. Und unsere Denke ist eben, das ist im Grunde genommen, wir haben das moralisch aufgeladen natürlich, wir sind die Guten und das ist das Recht des Stärkeren und wir machen das ja alles, weil wir sind ja God's own country. Und das ist alles so. Und deswegen haben wir auch einen Herrn Gauck, der letztendlich ja sich nicht nur wünscht, dass man sich mehr engagiert, der auch morgen Waffen segnen wird, der auch Soldaten sagen wird, man dürfe sich nicht wegducken. Das ist alles diese Denke. Und was ich den Denkern, den linken und den rechten Denkern immer vorwerfe, ist, das sind alles total gute Theorien, ja, und Philosophen interpretieren die Welt ja auch neu, aber sie setzen sich oft nicht damit auseinander, dass die Leute, die am Ende am Drücker sitzen, ganz pragmatische Menschen sind. Und um etwas dagegen zu verändern, musst du Folgendes tun. Du musst den militärisch-industriellen Komplex zerschlagen, weil solange der da ist und der lebt nur von Krieg und jeder sechste Arbeitsplatz in den USA hat damit zu tun,
Für Deutschland heißt das Rüstungsindustrie verstaatlichen, Rüstungsexporte verbieten, Soldaten aus dem Ausland wieder nach Hause holen, ausländische Truppen, ausländische Atomwaffen aus Deutschland raus, Deutschland aus jedem Militärbündnis raus und die Finanzierung, die staatliche Finanzierung aller transatlantischen NGOs beenden. DGAP, Zentrum Liberale Moderne, German Marshall Fund, wie das alles heißt, weg damit. Das heißt das konkret für Deutschland. Militärisch-industriellen Komplex zerschlagen.